Wir sind ja in der 5-4-Boys-Woche und da hatten wir ein Projekt und wir haben einen Vulkan aus Pappmaché gebastelt, wie man hier sehen kann. Und dabei haben mir zwei Jungs geholfen, beziehungsweise haben das sogar selbst gemacht. Ich musste gar nichts machen. Und den wollen wir jetzt zum Brodeln bringen. Das machen wir, indem wir hier in den einen Krater und in den anderen Krater Backpulver reingesteckt haben. Hier haben wir zwei Becher, die wir dann in die Krater reinschütten. In den Bechern ist rote Lebensmittelfarbe, die Hälfte Essig, die Hälfte Wasser und ein Schuss Spüli. Genau. Und es wird wahrscheinlich nicht explodieren oder hoch in die Luft springen, sondern es wird schön rausbrodeln wie beim echten Vulkan. Den Lava-Geruch gerade fühlen in der Nase. Ne? Lava riecht ja nach Essig, ne? Oder ist das so? Genau. Ja, ich denke, das ist ein großer Applaus für das ganze Team.